bessere Tage gesehen. Ich bin zufrieden, wenn ich auf meiner Bank sitze und mir den Wind um die Nase wehen lasse. Du hast nicht zufällig einen Rum, der meine Schmerzen lindert? Ja, immer saufen wollen sie. Hier, hast du einen Rum. Als Seemann zieht dir früher oder später die Feuchtigkeit in die Knochen. Die Knieschmerzen und der Rücken will nicht mehr. Da ist es egal, ob du ein Mann oder ein Turm bist. Alles wird morsch. Die See hinterlässt früher oder später immer ihre Spuren. Merkt ihr das, Junge? Naja, klar. Dann der Rum rein, ne? Dann muss man mal machen. Lass uns handeln. Ja, genau. Und hier können wir uns jetzt den Telekinese-Zauberspruch holen. Oh, der kostet 100. Übel. Schwarze Perle. Was bringt denn die? Kann man, glaube ich, Waffen mitbauen. Okay, gut. Da kann ich ja irgendwas verkaufen, ne? Ich glaube nicht. Oh, jetzt bin ich. Lass uns. Ja. So. So. Verkaufen Richtstab, komm, ist mir jetzt egal. Bolzen, Pfeile brauche ich nicht. Verkaufen. Holz. Habe ich das Holz nicht ausgerüstet? Mann. Alles da. Ach nein. Kieferzange, ja, behalte ich mal. Goldbeutel kann ich noch öffnen. Ja gut, okay, das ist gut so. Goldbeutel. Wer weiß. Achso, alles. Goldbeutel? Öffnen! 50 Goldmunzen. Munzen. 50 Goldmunzen. Die Munzen. Was? Telekinese. Unsere Hand leuchtet grün. Yeah. Ja, jetzt gehen wir hin. Machen. Große Goldschale. Und die nimmt er jetzt. Ah, ja. Und einen von den drei Goldschalen von den großen haben wir. Ah, ich Pussy. Ich hätte ja auch. Nee. Ja, ich hätte ja auch. Was habe ich da jetzt aufgenommen? Ich weiß es nicht. ich hätte ja auch einfach können eben schlafen gehen. Da hätte ich nicht einen Trank für müssen verballern. Was? Und ja, ich habe natürlich mal wieder nicht mitgedacht. Aber ich werde jetzt gerade mal kurz schlafen gehen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht aufnehme, aber ja, egal. Okay. Ey, ich höre schon wieder ein Mädchen. Das macht mir langsam wirklich Angst. Ja, okay. Alma. Oh, Minze. Alma, willst du was rauchen? Ich hab was. Alma auf Quack, ne? Nee, Alma auf Ecstasy. Ist doch schon viel zu spät für die Alma. Obwohl, nee, sie ist ja mittlerweile 14 oder 15. Ich weiß gar nicht, wie sie. Ach, egal. Gehen wir davon aus, dass sie immer noch 6 ist. ja. Das verstehen die ganzen Leute gar nicht, die jetzt 4 gar nicht kennen. Ja, ist aber empfehlenswert und ja. Schön. Das Spiel. und gruselig. Ich hab schon gedacht, der. ah, der war nicht schlecht, Jung. Edgar. Du bist nicht von hier. Pass lieber auf, dass die Inquisition dich nicht erwischt. Oh, was, wenn doch? Meinst du das? Ich meine, du solltest aufpassen, wem du hier auf die Füße trittst. Bam. Sonst liegst du am Boden und weißt nicht mal warum. Doch. Nee, weiß ich nicht. Was muss ich über die Stadt wissen? Was muss ich über die Stadt wissen? Es gibt Orte, an denen du nichts zu suchen hast. Zum Beispiel das Lagerhaus am Hafen. Wirst du da erwischt oder versuchst du was zu klauen, kriegst du Ärger. Und wie sieht der aus? Unser Rechtssystem ist einfach, aber effektiv. Wir hauen dir aufs Maul. Auch wenn du Bürger verprügelst oder unser Vieh schlachtest, hauen wir dir aufs Maul. Und falls du mal jemanden umbringst,
hauen wir dir aufs Maul. Haut ihr mir aufs Maul? Bam. Genau. Und anschließend bringen wir dich um. Oh. Oh. Also ganz schön heavy hier. Was muss ich noch wissen? Was muss ich noch wissen? Wenn du mal Ärger hast, kann es vorkommen, dass die Leute nicht mehr mit dir reden. Und was mache ich dann? Am besten, du machst gar keinen Ärger. Und falls doch mal was passiert? Tja, das ist dann dein Problem. Da kann man mit einem Witzzauberspruch die Leute wieder, fröhlich machen. Ja, hab ich jetzt gesagt, wer bist du? Wer bist du? Ich bin Edgar, Chef der Stadtwache. Ah, der Chef. Früher lagen Recht und Gesetz in meiner Hand. Aber jetzt hat die Inquisition das Sagen und mich brauchen sie nicht mehr. Du armes Ding. Du bist ein guter Kämpfer? Schwert und Armbrust sind meine Werkzeuge. Und wie schon mein Vater sagte, jeder Handwerker muss seine Werkzeuge beherrschen. Daran habe ich mich immer gehalten. Kannst du mich trainieren? Klar, aber gutes Training hat seinen Preis. Unterrichte mich im Kampf. Könnte ich mir kaufen sogar, aber mache ich nicht. So. Warum trainierst du nicht die Rekruten? Anstatt sofort jeden Apfeldieb zu verhaften, habe ich schon mal ein Auge zugedrückt. Aber davon versteht die Inquisition nichts. Sie halten sich strikt an das Gesetz. Und trotzdem wollen sie nicht auf unsere Erfahrung verzichten. Einer meiner Jungs, Bronco, trainiert die Rekruten. Bronco, kenne ich bestimmt, oder? Ja, Moment, muss gerade wieder die Tastatur nehmen. Ja, ich hatte die gerade so in der Hand, damit ich schlagbereit war, falls irgendjemand hier im Zimmer ungewollt plötzlich auftaucht. Gott, mein Scherz. Aber ich habe eben wirklich was gehört, das war komisch und... Ah, ich habe aber schon wieder gedacht, du willst angreifen. Ja, hier sitzt Weasel, genau. Bandit, sieht man ja schon. Gary. Ja, jetzt kommen wir halt in das Händlerviertel, in das Reichen, wo die Reichen leben. Jetzt wird's halt interessant vom Clown her. Hier gibt's halt viel zu klauen, viel zu entdecken wieder. Viele Leute, neue Walter, genau, der Schmied. Viele Quests und. Aber dieser Bereich werden wir. Diesen Bereich hier. Also, wir werden hier bei Weasel anfangen. Und dann werden wir uns systematisch vorarbeiten. Ich glaube, ich habe jetzt zwei Missionen für den. Oder drei Missionen für den. Für den Odon gemacht. Aber ich weiß gerade nicht, ob ich zwei oder drei habe. Auf jeden Fall mache ich für den Orden, werde ich ja machen, da ich ja selbst privat ja, ich habe ja alles schon gesagt, ist ja auch egal. Oder sollte ich das jetzt noch machen mit Weasel? Nee, ich rede nächstes Mal mit dem. Ja, also das heißt, ich werde jetzt aufhören, also zu Let's Playen, genau, ich werde jetzt aufhören zu Let's Playen. Nee, natürlich nicht. Ich werde jetzt nur die Aufnahme pausieren. Beenden. Und kann man den von... Ja, ich glaube, den Kopf sieht man. Ja. Auch noch eine Person, von der wir, glaube ich, schon was gehört haben. Ja, haben wir. Ja, okay, ich werde dann, bis zum nächsten Mal. Ich werde die Videos sonst noch nicht schneiden, weil ich ja jetzt keinen Bock mehr drauf habe. Und ich bin viel zu faul. Ach ja, wir haben jetzt Sommerferien, das freut mich wirklich, das ist gut. Und ich hoffe wirklich, dass ich aufgenommen habe, weil habe ich jetzt glaube ich sonst eine wie lange habe ich dann jetzt sonst nicht aufgenommen
keine Ahnung. Ja. Und ich hoffe, dass dann der, dass der Spielstand, den ich eben geladen habe, bevor ich die auch nochmal angefangen habe, beziehungsweise wenn ich sie nicht gestartet habe, habe ich sie ja nicht angefangen, aber ich hoffe mal, dass ich angefangen habe. Wer mich jetzt verstanden hat, bekommt von mir keinen Euro. Ja, jetzt habe ich natürlich den Faden verloren, wie immer. So bin ich. Das ist halt so. ja, okay. Es ist halt so, wenn ich wirres Zeug Oh Gott, nee, ich fange wieder an zu labern. Ich wollte, glaube ich, vor 5 Minuten oder so die Aufnahmen beenden, oder? Kann das sein? Ja, also ich glaube, ihr könnt, wenn ich Tschüss sage, könnt ihr dann das Video immer schon beenden, da ich nämlich immer nur noch Scheiß laber. Aber wem es gefällt, der kann dann ja weiter zuhören. Wenn ich Scheiße laber. Was, glaube ich, keiner hören will. Oder? Nee, ich glaub's nicht. Ja. Okay. Dann würde ich mir sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Ja, ich hab's geschafft. Ciao.